Yo guys, what up? The Blue Gangster is back with another part of Lydia ist nicht broken. Ich habe sie jetzt ein bisschen mehr gespielt auf PS4 Ranked, eigentlich um meinen Bro Noé zu snipen. Gott, PS4 Online ist echt die Hölle, man wartet echt eine halbe Stunde auf den Gegner. Auf jeden Fall hat sich eigentlich nur das verstärkt, was ich von Anfang an von ihr gedacht habe. Ich hatte jetzt, ich weiß nicht, 50, 60 Matches mit der, vielleicht sogar noch mehr. Und zwar hat sie immer noch die Lags, wo ich gesagt habe, dass sie sie hat. Und das, was ich im letzten Part gesagt habe, ist einfach, ja, es hat sich nur noch mehr bewiesen, je mehr ich mit ihr gespielt habe. Und zwar, Zero Range ist sie zwar gut, man weiß aber anfangs nicht, was man mit ihr machen soll, weil sie kein Down Forward 1 hat und Down Forward 1 ist Core Move. Ich habe versucht mit FF3 zu Whiff Punishen, da die Startup aber sehr langsam ist und auch weil der sehr oft gewifft hat, wurde ich aber stattdessen gewifft punished. Ich habe versucht mit Sidestep 3-2 zu Whiff Punishen, hat auch nicht sehr oft funktioniert, schon öfter, aber nicht sehr oft. Ich musste sehr oft reden, ob jemand Dick Jab oder Low macht, um Hopkick rauszuhauen, was sehr gefährlich ist. Und den Move kann man eigentlich spammen, aber wenn der Gegner weiß, wie, dann Sidestep, Sidewalk oder Interrupted den auch. Wallgame von ihr ist ziemlich stark, weil man dann an der Wand hier die Stances mit dem pressuren kann. Man hat den hier für Low Catch und man kann auch sowas hier machen oder einfach nur nach hinten und warten, ob man Get Up Kick macht. Das ist schon okay, aber im Neutral, abgesehen von einfach safe sein, ist das einzige, was man hier benutzen kann, sowas. Also der Guard Break. Wenn ich mit ihr weiter weg bin und der Gegner hat sein Damage gemacht oder auch nicht und spielt auf Keep-Out, also backdasht im Endeffekt nur, bleibt hinten und wartet, bis ich gewifft habe, kann die nichts machen. Die hat keine Approach-Tools, hat die nicht. Man muss reindashen und wenn der Gegner nichts drückt, dann hat man gelitten. Dann muss man einfach bewegen und warten und man hat keine Go-In-Tools mit ihr. Hat man nicht. Das hier trifft nur auf Clean Hit. Das hier trifft nur auf Clean Hit. Wie gesagt, das ist zwar plus 1, aber das ist so easy steppbar. Und sonst hat die da nichts. Die hat da nichts. Ihr könnt gern die Movelist nochmal durchgehen. Hier, Rage Out, Rage Drive, Stance, Sachen, die man im Neutral nicht macht. Vor allem, wenn ich versuche, den Gegner im Neutral mit Stances zu pressuren, der macht Dick Jab. One Jab, der macht sonst was, obwohl er auch diese Möglichkeit hätte. Keine Chance. Keine Chance. Hier, wir können... Was hat sie denn außerhalb der Stance? Hier, das ist alles für Zero Range, diese ganzen Pokes. Die sind alle für Zero Range. Und so... Ich sag mal, 90% ihrer Range 1 bzw. Zero Range Tools sind high. Die sind alle high, die hat keine krassen Mids. Hat sie nicht. Ihre Highs, ja, aber sie hat auch nicht wirklich Mids. Und wie gesagt, ihr Down Forward 1. Ja. Sie hat zwar hier Conversions into High, into Mid, aber selbst das hier kann man nicht Hit Confirm. Kann man nicht Hit Confirm und selbst dann wurde ich mal da interrupted. Was? Da ist die Down Forward 2, ist die Range schlecht. Das ist auch nur Whiff Punish. Vor allem, man ist dann standing, wenn man dann wenigstens in einem von dem hier im Crouch aufwachen würde. Nein, man wacht in beiden im Standing auf. Ihre Counter. Da muss man readen können, schon fast hart readen. Parries sind nicht für beide Fäuste, sondern nur für rechts. Also ist es wirklich nicht so OP. Ich habe nur sehr, sehr, sehr selten Low-Get-Up-Kicks readen können.
die Parries sind gar nicht. Also das, was sie im Video gezeigt, so wie sie im Video präsentiert haben, Bullshit. Hier, Low High. Hier, wieder Low High. Die hat nicht mal wirklich ein Low Mid. Also... Ja, das sind ihre Punisher. Strings. Das Einzige, was man machen kann, ist, wenn man weit weg ist, reinrennen mit Wild Running 2 oder Wild Running 1. Da ist man wenigstens etwas plus. Aber das Ding ist, das ist... Ich glaube schon auf beiden Seiten Stepper. Das ist so linear. Und die Recovery von dem hier on with, dafür kann man gelauncht werden. Der Move hier ist... Ich gehe nochmal durch, um zu schauen. Also, ja, das ist alles Stance. Wir reden hier nicht von Stance, weil die braucht man im Neutral Down nicht benutzen. Das ist nur für Pressure, wenn man den Gegner anwendet. 1-2-2 und 1-1 zu mixen, das macht man nur gegen Masher, um Counter-Hit zu kriegen. Das ist alles High, das ist Low High, hier wieder High High, hier High Mid, aber das benutzt man nicht. Das ist zwar I10, aber wieder High High, wieder High High, High Mid, aber eigentlich nur für With Punish. Das hier kann man mal an der Wall als Setup benutzen für Wake Up, wenn der Gegner einfriert. Wieder higher, aber Punish. Der Move regt mich auf. Der Move regt mich auf, weil man... Ich will rennen, stoppen und dann zum Beispiel das hier machen, aber stattdessen kommt der hier raus. Das gleiche gilt für reinrennen und dann Jab Confirm, geht auch nicht, weil dann kommt Wild Running 1 raus. Die Strings brauchen wir uns nicht angucken. Dafür müsste der müsste treffen, aber der ist sehr langsam. So. Das verstehe ich nicht. Down 4-4. Warum sollte man, genau wie hier, warum sollte man eine Mid für eine High, die nur on Counter Hit launcht und so langsam ist, wechseln? Warum nicht Low into Mid, Mid into Low? So, dann hätten die gleich Low into High oder High into Low machen. Braucht man sich nur ducken. Du blockst einfach und fertig. Du kannst das Sidesteppen. Kein Sinn. Das hier ist viel zu langsam. Das könnte man als Keyboard-Tool benutzen, aber das Ding ist, sie hat keine Pokes, sie hat keine Go-In-Tools. Will man da wirklich irgendwas machen, das 22 Frames Startup hat? Schwachsinn. Hier waren wir schon. Das hier, das kann man ab und zu mal machen. Das ist so Dragunov Down 2. Ich mach mal die Dings an. Ja, E18 minus 1 on Hit. Ja. Ja, plus 1. Wenn das wenigstens tracken würde, das Down Back 4. Ihr Power Crush ist gut, ja. Ich habe nicht wirklich viel anders punishen können als mit 1-2-2, weil man, wenn du Pressure willst, dann willst du auch ihre Stance und sie hat nur 4 Möglichkeiten. Das habe ich vergessen. Die vierte ist Forward Forward 2. Aber das macht man als Juggle, genau wie das hier. Das ist Combo Ender. Das macht man nur, wenn der Gegner nicht weiß, aber das ist eine Stun Block Low. Und das Ding ist, man kann das nicht mal cancel und sie hat keine Alternative. Selbst mit Down 3 Back 4, das ist der gleiche String, nur dass du mit... Du hast da keine Möglichkeit und sollte das hier...
sollte der zweite, also der, ja genau, der hier, und Counter treffen, dann hast du einen Tailspin und dann kommt der dritte raus und dann hast du schon dein Follow-up verkackt, weil man das nicht rechtzeitig canceln kann und du hast keine Alternative. Das ist Juggle, das ist so unblockable. Den hier muss ich öfter benutzen, aber das geht halt nur gegen Leute, gegen die Sidestep Bright gut ist. Ich habe jetzt hauptsächlich gegen Leute gespielt, gegen die Sidestep Blinks gut ist. Sind. Das hier ist okay als Roundender, als Keep-Out-Move. So, wenn die wenigstens etwas mehr von dem hätte, ohne dass es so eine krasse Startup hätte und auch hier in der Luft stand. Ja, muss treffen. Der ist viel zu langsam und die Range ist gar nicht so gut. Also ich habe so oft gedacht, dass ich den Gegner damit whiff-punishen kann, wurde aber dann deswegen selbst gewhiff-punished und der Gegner will reinrennen, du weißt, dass er was drückt. Du drückst FF3 und sein Jab ist einfach schneller, du wirst interrupted. Das ist halt, Alter, den Move kann man auch rausschmeißen, gar keinen Sinn. Genau wie das hier. Warum ist das nicht hier Forward? Dann würden sich, wenn das, es wäre so gut, wenn das hier Forward wäre, weil dann, wenn der Gegner direkt weiß, okay, der kommt mit dem Move, dann denkt er sich, okay, er duckt sich und dann kann man hier mixen mit FF3. Bringt aber nichts, weil der Gegner denkt, FF4, okay, mit, für was soll ich mich ducken? Für was soll ich mich ducken? Und dann bringt es hier sowieso nichts. Gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Das hier ist nur als Ende gedacht, wenn man diesen Flip-Over hat, den hier zum Beispiel. Das ist auch ein Combo-Ender, den man aber nicht benutzt, weil man den Input so oft verkackt und man kann den zu spät raushauen, weil der Window, der Delay-Window, der Confirm-Window ist ziemlich groß. Deswegen macht man dann eher den hier, weil die Carry ist auch besser, ist easier zu performen, der Whift weniger. Braucht man so gesehen auch nicht, weil man Back 3-4 hat. Wie gesagt, ja, man hat Plus-Moves on Block, man hat Plus-Frames on Block, ist aber ein High und der ist so leicht zu steppen. Der ist so leicht zu steppen, genau wie ihr Wild Running 2. Also FF2 in dem Fall. Ist zwar dann high mit, aber die Recovery ist scheiße. Ihre Wild Standings sind gut, ihre Punisher allgemein sind gut. Hier kann man mixen, obwohl das ist schon... Das kann man eigentlich schon fast Option selecten, so langsam wie der ist. 20 Frames, 12 Frames. Ich würde erst gar nicht für den Low gehen, obwohl der ist minus 14, aber für den hier kriegt ihr on Block Stun Block, dann macht ihr lieber, ich weiß nicht, Wild Standing 4-2. Das hier ist okay, wobei der sollte ein bisschen schneller sein wenigstens, damit man gescheiter, weil das hier, das hat schon 17 Frames, die hat schon einen langsamen Whiff Punish, was Sidestep angeht. Und der hier gibt euch Force Crouch. Ich mach mal weg. So. Plus 5 on Hit und Knockdown und ihr, wie gesagt, ihr FF3, also ich habe versucht sowas zu machen. Sowas in der Art. Funktioniert nicht. Der Gegner muss nur Back halten und dadurch, dass die Startup von dem Move so krass ist, 19 bis 20 Frames, kriegt er das im Stand geblockt. Kriegt er das im Stand geblockt und du bist minus 14. So, keiner hat es zwar mit 14 gepunished, manche 10, manche 12. Aber trotzdem, man kann den nicht als Oki-Setup benutzen, weil er zu langsam ist. Und dann bist du so, was kann man da machen? Hier. Nein, das wollte ich nicht zeigen. Das ist auch... Der ist, also wenn man eine Sekunde hesitated, ja, wenn man nicht direkt confirmed,
dann whifft er auch. Dann trifft er gar nicht mehr. So. Hier, das krieg ich. Der hier trifft gar nicht richtig grounded. Der hier trifft. Und weil der einen clean standing hit braucht, um confirmed zu werden, wenn der wenigstens auch. Also ich weiß echt nicht. Das hier, die Hitbox von dem ist so scheiße. Ich war so oft so nah an den Gegner ran. Bei manchen Sidestep links, bei manchen Sidestep rechts. Die halten einfach back. Ja, die laufen einfach back und das Swift direkt vor dem. Junge, Junge, Junge. Ja, und mehr hat die nicht. Mehr hat die nicht. Und dann haben die Leute noch den Nerv, die Broken zu nennen, die OP zu nennen. So ein Schwachsinn. So ein Bullshit. Kompletter Bullshit. Gar keinen Sinn. Also, ich bleib dabei. Kuni ist besser. Kuni ist besser. Man hat nur keine Ahnung, wie man gegen die vorgehen soll, weil man sie noch nicht gut genug kennt, weil sie noch relativ frisch ist. Und die im Trailer haben sie einfach nur das gezeigt, wo sie am besten ist. So, deswegen die Leute direkt, oh, die ist broken, ah, oh, die ist Leroy, ah, oh, die ist dies, das. Bullshit. B-Tier. Die hat so viele Lags. Das und hier, welche, was war die Combo? Was war die Combo hier? Ja, ich sollte nicht auf den Recording-Stream gucken. Ja, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin wegen der Recovery. Hier, der Down Forward 2 im oder auch hier, wenn ihr es easier machen wollt. Der Down Forward 2, der whifft so oft. Ja, und dann ist sie schon in Stance. Wenn der hier trifft, dann man kann es nicht entscheiden, sie geht automatisch in Stance. Und dann willst du, weil du denkst, der trifft, machst du den Confirm into diesen High, into diesen Tailspin High. Und der Gegner hat aber schon Get Up Kick gedrückt. Ein Low Get Up Kick. Und dann werdet ihr gelauncht. So, ich verstehe das überhaupt nicht, dass Leute das nicht verstehen, dass sie nicht broken ist. Die ist nicht broken, auf gar keinen Fall. Sie hat sehr, man könnte sie sogar als schlecht abstempeln, was das angeht. Bei den Top 10 Charaktern, die man hat. Ja, nimmt den schlechtesten Top 10 Charakter, den es gibt, Top 15 von mir aus. Die kommt da nicht dran. Also, wer nochmal mit der Ausrede kommt, die ist viel zu krass, die ist viel zu broken, die ist viel... Bullshit, dann hast du keine Ahnung, dann hast du einfach keine Ahnung, dann laberst du Müll, dann kennst du sie nicht oder du hast keine Ahnung von dem Game. So, ich bin kein Pro-Player, ich sehe mich als ein bisschen unter der Mitte so, ich würde mich niemals als gut bezeichnen. Aber das sind nicht meine Gedanken, nicht meine Feelings oder so, das sind Fakten, das steht so auf dem Papier. Guckt euch die Moveliste an, guckt euch die Frames an, probiert selbst den Kampf und ihr werdet sehen, wie ihr mit ihr strugglen werdet. Vor allem in Range 2 Plus, wenn der Gegner sein Damage gemacht hat und auf Keepout spielt. Ja? Wenn ihr reingehen wollt und der Gegner beißt nicht an, wenn er nicht anbeißt, dann könnt ihr nichts machen. Der Gegner muss irgendwas. Ihr könnt nicht reingehen und safe sein mit ihr. Geht nicht. Weil wenn ihr es versucht, dann seid ihr plus on block und dann seid ihr in eurem Stance Mix hier und dann könnt ihr probieren, außer er jabbt euch raus oder er versucht wirklich das. Und wenn ihr das einmal gemacht habt, dann passiert das kein zweites Mal, weil das wird gesteppt. Und dann habt ihr gar nichts mehr, wo ihr reinkommt. Dann spielt ihr auf Zeit und wartet, bis der genug angepisst ist, dass er zu euch kommt, weil dann könnt ihr sie spielen. Wenn der Gegner zu euch kommt, dann könnt ihr sie spielen. Ansonsten nicht. Das war's. I'm out.